Herzlich willkommen zu meiner Show. Hallo, da sind wir wieder bei 1 von 3, Oberkörper frei. Heute Bundesliga. Der FC Bayern München ist zu Gast beim VfB Stuttgart. Also ein Südderby. Jawohl. Und die Bayern werden heute Gas geben. Sie müssen die 3 Punkte mit nach München nehmen. Und das wird der Hansi den richtig einbläuen, dass heute Gas gegeben wird. Ich gehe mal davon aus, dass er wechseln wird zum letzten Spiel. Und wir werden mal schauen, was der Hansi so auf den Platz bringt. Und mein Tipp wird sein, bei einem schönen, leckeren Mönchhoffs Weihnachtsbier ein 3:0 für den FC Bayern München. Plopp! Und dann wünsche ich euch allen ein schönes Spiel und auf geht's, Bayern, kämpfen und siegen! So, hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Im Tor Manuel Neuer, dann die 2 Innenverteidiger Alaba und Boateng, dann der linke Außenverteidiger Hernandez, rechts Pavard, dann die Doppel-6 mit Goretzka und Tolisso, vorne auf der 10 unser Thomas Müller, dann über rechts Gnabry, über links Coman und vorne natürlich wieder Robert Lewandowski. Ich hoffe, dass wir heute das oft hören werden, und aber es ist egal, wer die Tore macht. Hauptsache die Bayern gewinnen 3:0. Und das glaube ich auch mit dieser Aufstellung auf jeden Fall. So, erste Halbzeit geht los. Jetzt gibt es noch in der Gelenkminute für Diego Armando Maradona, einer der besten Fußballer, die es auf der Erde gab. Das Gute ist, super. Seine Geschichten, seine Szenen werden bleiben. Adios. Tja, 60 Jahre ist er nur alt geworden, der Diego. Super Fußballer. Hand Gottes. Für Argentinien. Tja. So, jetzt geht los. Stuttgart stößt an und Bayern gewinnt. So einfach machen wir es einfach mal. So, auf geht's. Stadionatmosphäre ist an und los. So, los geht's. Ich zieh direkt meine Schuhe aus. Hat das klappt mit den Toren der Bayern. Letztes Mal hatte ich meine Schuhe an, da klappte das nicht. Dann habe ich die Schuhe ausgezogen und dann bumm, machen die Bayern das Tor. Hey, komm, 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 komm. Haben wir Hernandez. Gut. Hey. Jawohl, direkt aggressiv zum Ball, Jungs. Direkt los. Ja. Ruhig, ruhig, ruhig. Genau, schön drauf. Ah, schade. So, haben wir gut. Ball raus. Komm, komm mal. Ah, ne. So, komm, zeig mal denen direkt, wer die Macht im Süden ist. So, jetzt. Hoch! Hoch, hoch, hoch! Jawohl, haben wir. Gut. Ah, der Goretzka ist gut. Gut, gut, gut. Hier, direkt wieder raus. Ja, dann spielt da die Seite raus. So, treiben, treiben, Fahrer. Komm, komm. Gib Jumi. Sehr schön. Komm, Gnabry, geh. Nee, der war nicht im Aus. Quatsch. Der war
gut. Erstmals in der Startelf in einem Bundesligaspiel und dann gegen die Bayern. Für ihn ist es auch ein besonderer Tag, Pellegrino Matarazzo. Zum einen, weil er, ich denke, man kann es schon als vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere bezeichnen, gegen die Bayern spielen darf. Zum anderen, heute 43 Jahre alt, in Wayne, New Jersey, geboren. Hättest du auch ein bisschen warten können und vorteilieren können. Mensch, Junge, Junge. Verstehe ich nicht. Kann man noch ein bisschen einen Moment warten, dann kannst du noch halten. Du siehst doch, dass der direkt wieder aufsteht, ey. Wäre nämlich für die Bayern eine gute Chance gewesen, mit Komor über die linke Seite. Vollsprint mit Ball. Oh Mann, ey! Oh, Pfosten, ey, der muss doch reinmachen, Lewandowski, ey! Oh, Mann! Oh, das war cool! Oh, gegen den Pfosten, ey! Boah, ein bisschen rüber, der Torwart war doch gar nicht mehr da. Komm, Ecke jetzt, vernünftige Ecke rein. Direkt 1-0, dann wissen die direkt, was Sache ist. Junge. Ah, was denn? Nein, weiter, nix ist. Ah, dann hättest du lang spielen müssen jetzt. Junge. Gut, stell ihn jetzt wieder dahinter. Komm, zwei, decken da. Gut, Bayern wirft. Check. Wir sind ja gut reingekommen, aber der Lewandowski hat den Kopf ein bisschen schlecht gehabt und der hat 1-0 schon geklingelt nach 3 Minuten. Mist, ey. Also muss man ganz ehrlich sagen, dein Rasen sieht 100% besser aus als der Bundesliga-Rasen in Stuttgart. Gut, jetzt raus, schnelles Umschaltspiel. Mensch, gut, der Alaba, der. Hey, der ist doch drinne! Rück auf! Lass ihn durch, steht der doch nicht so hinter dir. Sprecht miteinander. Mensch. Ja, da musst du sagen, Leon, wird da. Dann springt er nicht hoch und dann knallt es. Junge, jetzt. Soll man langsam mal Türchen machen. Mit dem hohen Ball gewinnt. Was macht Nabri raus? Manda
Salah kommt nicht in den Zweikampf gegen Lewandowski. Müller, Gnabry. Oh, schieß doch mal da vom 16er, ey. Jetzt seid ihr alle vorne und habt... Torwart, nimm Torwart mit, Mensch. Ey, Neuer, mach doch nicht so ein... Mensch, oh, aus, heute ist aber heute, bis jetzt nach 7 Minuten, Junge da. Schon 2-0 stehen müssen. Wow. Der Manu, ey. Super Manu. Oh, Knaller wieder. Hey, pass auf da! Schneller, da kommt er doch schon! Ich sag, hätte man schon 2-0 stehen müssen, das wäre natürlich ein super Start gewesen, ne? Ja, wir kommen. So heißt das hier 2-0, pass auf. Anfangsphase ganz gut zu sehen, dass die Stuttgarter die Herausforderung zumindest mal annehmen, sich mit dem Pressing des FC Bayern anzulegen. Mensch, mach doch nicht so einen Scheiß da über die Seite. Spiel doch klare Bälle, ey. Meine Güte, ey. Junge. Macht die Gegner immer stark. Weg, komm, sieht der Manu. Macht er so. In und hoch. Abseits verdächtig. Mehr als das Fahne oben. Holtern die Kulibali. Ja, der war ganz weit. Ey. Kommt Jungs. Oh, was das denn, ey? Das war ja nix. Leute, ey. Mensch, Abwehr ist aber heute wieder löchrisch, ey. Und das ist eine gute Abwehr. Hernandez, Alaba, Boateng, Pavard. Also, hör mal.
Also sind drei Weltmeister und dann bester Spieler von Österreich, also vier Nationalspieler. Da ist ein bisschen halt, guck mal die Bälle, das ist doch nicht normal. Was sind denn da für Bälle da hinten rum? Jungs, wie viele Tore können wir da vorne gar nicht schießen, wie ihr verursacht nachher? Wir spielen nur in Stuttgart. Jetzt ist aber 12 Minuten gespielt, 13, und dann ist noch kein Tor gefallen, ne? Schönes 2-0, 3-0, komm. Zur Halbzeit, Rätsch. Kommt drauf! Ja, sehr gut. Junge, Junge, Junge. Oh, Tor in Köln. Ja, in Köln. Tor für Köln. 1-0 gegen Dortmund. Ja, das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich. Erster Fußballclub Köln. Erster Fußballclub Köln. Ey, das ist faul. Junge, 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 Junge. Gegen Köln. In Dortmund, ey. Oh, der ist aber noch durch. Ui. Nicht normal, Jungs. Oder um nicht zu sagen, zweimal pro Woche. So, haben wir wieder. Gut, gut, jetzt kommen wir. Mama, danke. Ja, wir reden hier bestimmt drei Weltmeister. Und ein bester Spieler von Österreich und da ist alles löschgeschnitten, ey. Weil ich führe 1-0, ja, ist das schon mal gut. Ich gucke das auf, ich sehe das auf. Mann, Mann, ey. So, jetzt kommt. Ihr müsst aber aufholen. Guck mal, die sind mit 3, 6, 8, 9 Mann wieder hinten. Jetzt spielt ihr wieder hinten rum. Das verstehe ich nicht. Wenn ich doch schon an der Mittellinie bin, dann geht das dann. Ja, jetzt sind doch mal die Grafiken da weg, ey. Das zerstört doch volle Kanne. Ach, wer war der Pavard, ey? Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Meine Güte, echt, ey. Junge, 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 da kann man auch mal eine Karte zeigen, ey.
2-0 schon für uns. Spielen doch mal, spielen wir jetzt. Jetzt macht mal was, Jungs. Und mittlerweile, so zeichnet sich zumindest ab, gelingt es dem FC Bayern auch immer mehr, den VfB reinzuspielen. Auch wenn sie im sogenannten letzten Drittel nur eigentlich die Position haben, die sie eigentlich brauchen, um dauerhaft so gefährlich zu werden. Die können da die Bälle annehmen, da. Nochmal raus, guck mal, da ist alles frei. Da stehen zwei Mann. Nochmal raus. Für wen war der denn? Blau wirft. Oder was ist das? Schwarz wirft. Schwarz, rot, weiß. Oh, jetzt kann Mama was. Das ist scheiße. Spielt doch über die Flügel. Guck mal, da ist alles frei. Mensch. Jetzt läuft er schon wieder durch die Mitte. Ja. Dann brauchst du auch die Fahnen nicht zu sehen. Der Torwart hat aber den Ball, stehe ich nicht. Kommt Bayern, ey. Eieiei. Das sind ja Flanken. Ich weiß ja nicht, was die den ganzen Tag trainieren, ey. Ob die nur laufen oder irgendwas, oder ob die auch mal gucken, dass sie mal zusammengespielt kriegen oder mal eine vernünftige Flanke rein. So, wir haben noch 70 Minuten. Aber die machen die schon gerade so schwer. Guck mal, die laufen hier mit vier Mann. Und auf der anderen Seite sind drei Mann von den Weißen. Verstehe ich nicht. Ja, und 1-0, herrlich, herrlich. Ihr könnt das spielen hinten, ey, das ist ja nicht normal, ey. Das ist nicht normal. Ja, das ist nichts. Das ist, verstehe ich beim besten Willen nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist alles Kacke mit eurem Scheiß hinten. Wie kann ich denn immer alles, guck mal, da laufen vier Mann und da laufen drei Mann. Guck mal, die sind mit zwei Mann gegen vier, verstehe ich nicht. Wir spielen einfach den Ball. Der Boateng läuft doch ganz falsch, der läuft doch ganz falsch. Mensch, ey, da muss ich doch wegziehen. Da muss ich doch nicht mit drei Bayern-Spielern auf den einen laufen oder mit vier. Da gehe ich doch zu meinem Mann. Da verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen, ey. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Das ist also beim besten Willen, ey. Ja, das ist ja ein Witz, die laufen ja total falsche Worte. Der muss doch nicht mit drei, vier Mann auf einen, der den Ball hat. Da muss ich doch, da lerne ich doch schon in der Jugend. Da muss ich doch gucken, wo meine Leute im Hinterraum sind und dann muss ich doch zu dem gehen. Die laufen alle auf den Ball hat, wie so kleine Bambinis. Wo ist der Ball hinterher? Und irgendwie kriegen die Bälle nicht hin. Das ist sowas alles wieder. Ich weiß nicht, was los ist, ey. Junge, Junge, jetzt aber Vollgas, ey. Jetzt will ich aber keine Ahnung haben. 4-1 oder so, oder noch mehr. Jetzt knallt die da mal weg, ey. Jetzt macht mal richtig Gas und macht nicht so einen Scheiß immer, ey. Echt, ey. Das ist so leicht, gegen uns ein Tor zu machen, ey. Wir spielen gegen Stuttgart. Ja, gut, guck mal, jetzt macht mal was. Aber es bewegt sich auch geil. Guck mal, die sind so schnell zurück, die Stuttgarter. Die hat jetzt durchschalten können und nicht, aber die führen 1-0. Das
ist nix, das ist nix. Jetzt kommen sie schon wieder 4 gegen 4. Junge, ich weiß nicht, was mit den Bayern los ist, ey. Ich weiß es echt nicht. In Stuttgart, ey, das ist ein Aufsteiger. Nein, der ist noch drinnen, der Ball. Spielt weiter, Jungs, ey. Der Schiedsrichter pfeift schon, wenn der Ball aus ist. Muss doch nicht immer jetzt mit so Mist anfangen. Ja, komm, mach mal was, ey. Nimm mal eine Mann. Eine Niederlage hinterher zu laufen, da ist doch nichts. Die Kölner führen 1-0 gegen Dortmund. Da muss man doch jetzt gucken, dass man gewinnt. Dass man doch die alle auf Abstand hält. Leipzig ist auch noch nichts passiert. Verstehe ich nicht. Ja, da ist keiner. Drauf! Der kann den Ball doch erst im 16er annehmen, ey. Da wartet der, da denkt er sich alle hier. Oh, meine Fresse, ist das schon wieder nichts, ey. Us. Mensch! Der hätte aber auch nicht gepasst, oder? Na doch. Aber wenigstens mal einigermaßen. So, jetzt Ecke Tor, dann haben wir 25 Minuten. Dann haben wir nochmal 20 Minuten bis zur Pause. Dann können wir da 2-1 schon machen. Dann können wir ein bisschen locker rauskommen. Aber jetzt nicht wieder so. Gegen Bremen, das sind aber auch keine Ecken, ey. Das sind auch keine Ecken. Ich weiß nicht, was die den ganzen Tag trainieren da. Sind die nur Playstation am Spielen oder was? Da kann man doch mal Standards üben oder irgendwas. Die Ecken sind grauenvoll, ey. Junge. Da kommt ja niemals eine Ecke an. So, jetzt Bewegung, da kommt aber auch keiner. Was soll der Junge denn da machen? Gegen 3. Spielt sie den Ball zurück und dann jetzt spielen sie wieder den Neuer zurück. Also, da geht ja nicht mal einer raus. Was soll der Alaba denn machen da? Jetzt wieder durch die Mitte, ey. Das kannst du wieder nur den Neuer mitnehmen. So, Einwurf. Nimm sich den Ball und werf. Ja, aber guck mal, da ist ja auch keiner in der Mitte. Die stehen mit 5 Weißen da. Ich weiß nicht. Bewegen. Sind sie wieder jetzt hier hinten rum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, so läppst weiter. Der ist weg, der Ball ist aus. Jetzt spielt er den Ball noch weg. Komm, nicht jetzt wieder Volley. Er kann so richtig krachen lassen. Benjamin Pavard, das ist eine seiner vielen, vielen Stärken. Junge, das war so schlecht verteidigt, das Tor. Junge, verstehe ich nicht. Da steht man aber auch falsch. Welle annehmen können, ey. Da ist mehr Aggressivität drin, der Einsatz, die wollen. Nein, da müsste man doch wissen, die Bayern spielen alle 150%. Raus und nochmal raus, schneller. Mensch, ey. Ach, der Wolfsgang ist auch noch dabei. Das sieht man ja gar nicht, ey. Komm weiter, Maschine. Gegen Bremen, also im letzten Bundesligaspiel, nicht getroffen.
Ja, geh mal was zurück, da läuft ja der 10 Meter. Ich verstehe das nicht, ey. Das ist ja so schlecht in der Abwehr, echt, ey. Guck mal hier, was die Platz haben. Boah, das kann ja wohl nicht wahr sein, echt, echt. Junge, 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 was ist denn wieder los, ey? Ihr spielt gegen Stuttgart, das ist ein Aufsteiger. Da muss das jetzt schon nach 30 Minuten 2-0 stehen oder 3. Mann, 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 ey. Ich weiß nicht, was los ist im Moment. Es gibt Unstimmigkeiten. Das ist zu sehen, das ist zu hören. Ich sag ja, wir gewinnen das Spiel, ja? Wir gegen Bremen 1-1 spielen, nicht gewonnen. Was macht ihr denn, wenn ihr gegen die Oberen wieder spielt, ey? Guck mal, wie die die ausspielen, ey. Guck mal, wie die die ausspielen, ey. Was ist denn los mit euch, Jungs, ey? Ja, ihr seid mit anderen Sachen mehr beschäftigt als mit Spielen. Das ist wieder zu läppisch, weiß. Wir spielen gegen Stuttgart, gegen Aufsteiger. Nächste Woche ist wieder Champions League. Da müssen wir gegen... Atletico ran. Das ist schon wieder da. So, und jetzt schnell umschalten. Schnell. Ich will nur eine Minute nachspielen. Mehr Ballbesitz für den FC Bayern in diesem Spiel, da reden wir etwa von 40 zu 60. Ja, dann nützt aber nichts, wenn 40 zu 60 ist für die Bayern. Das steht 1-0 für Stuttgart. Da kannst du 99% Ballbesitz haben und liegst 1-0. Was hast du denn davon? Nix. Nix hast du davon. Da waren die anderen effektiver mit weniger Ballbesitz als. Wie heißt es? Ja, zu spät, zu spät. Der läuft schon die Zunge aus dem Hals bei dem Einwurf und dann bist du den Ball hochgehoben hast, Gnabry. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Wieder hinten rum, wieder hinten rum. Wir kommen nicht in die... Junge, Junge, eine halbe Stunde gespielt, 1-0 für Stuttgart. Also, das... wo ist denn der Goretzka zum Beispiel, ey? Was ist denn auch los mit dem? Es ist schwer für die Fünfer-Räume zu finden. Guck mal, was die aggressiv sind, die Stuttgarter, wie die pressen. Junge, kommt kein Ball an, es kommt kein Ball an, ey. So, da komm, überlauf ihn doch. Mann, ey. Thank you.
wieder Einwurf. Ja. Aber wie wollen denn dagegen neun Mann? Die sind mit neun Mann hinten. Immer noch. Da muss aber doch einer in der Halbzeit sagen. Pass auf. Zuletzt der Held von Sinsheim, Mark und Oliver Kempf. Foulspiel, der zieht doch am Trikot. Leute, werdet langsam mal wach, ey. Wollt ihr mich jetzt verarschen, ey? Ey, das ist doch nicht normal. Werdet mal wach hier. Wir haben 35 Minuten gespielt. Mensch, ey, er nimmt den Manu mal mit. Der Manu hat mehr Ballbesitz als vorne, die, ey. Und dann müsst ihr die lange Welle spielen, weil keiner mehr da ist. Was will er machen? Ja. Mensch, Hernandez, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Komm, muss aber den Manu haben, Mann. Was spielt ihr hinten für eine Kacke, echt, ey? Da kannst du auch die 17-Jährigen spielen lassen. Junge, Junge, Junge. 80 Millionen, Mann, was macht er denn da? Da kannst du doch selber in ein Tor schießen, ey. Junge, 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 ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also sowas ist doch nicht normal. Was ist denn da los, ey? Meine Güte. Und haben wir immer noch 60% Ballbesitz. Was nützt uns das? Jetzt werden die langen Pässe nach vorne. Die kommen noch nicht an. Was wollen denn da? Ist doch keine Bereitschaft zu laufen da. Junge, 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 echt, ey. Junge, 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 Junge. Mensch, ey, die kriegt, guck mal, der kommt da rein, Mann. So, jetzt spielt mal. So, jetzt mal weg den Ball und nicht wieder zu Manu. Guck doch mal, jetzt 3 gegen 3. Ja, so, jetzt sind wir wieder dran, jetzt sind wir wieder dran. So, da muss aber noch schnell, da ist es einfach nicht sagen, über die Flügel kommen. Ihr könnt den Ball da führen, aber dann haben wir die Außen. Mann, 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 und jetzt weiter. Ja, super, so, zack.
So, und dann sind die jetzt mit 6 Mann hinten, aber ihr mit 4 und zack, und so knallt es auch dann. Was ist das denn? Ey, wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Was macht der Neuer denn für eine Scheiße da hinten, ey, echt, ey? Junge, ey. Was macht der Neuer denn da? Spiel doch den Scheiß bei weg. Du kriegst ihn doch super vorgelegt. Knall ihn doch weg, knall ihn doch auf die andere Seite. Junge. Und da ist jetzt schon wieder, da soll er sich selber angucken. Aber stell dir, da sitzen 2 Mann im Stadion. Ja, der zieht ihn doch, da darf doch kein Tor sein. Ja, der zieht doch den Arm weg. Griff an den Arm. Ja, Griff an dem Arm, der zieht ihn doch weg. Ja, Freistoß. Ja, wollte gerade sagen, der zieht ihn doch am Arm. Nichts kleiner Griff, der zieht ihn doch weg, da fällt er doch um, Mensch. Mann, ey, Leute! So, und da müssen wir auch mal nachgucken. Da ist nichts. Nee, da ist nichts. Dürfte nicht, das ist Show, Lewandowski, das ist Show, komm, Wigge. Da brauchen wir nicht, wir brauchen kein Elfer, geschindet. Nee, der trifft dich nicht, musst du nicht so machen, das ist Quatsch. Junge. Ja, aber er ist ja nicht am Ball, wenn er jetzt nicht da dran geht. Dann ist das schon gut, wenn man ein bisschen beachtet. Nochmal raus, ganz raus. Ja, oder so, sehr gut. So, komm, machen wir 2-1 vor der Halbzeit noch. Ja, Junge. Junge. Also da hast du viel zu regeln in der Halbzeit, Hansi. Da musst du dir mal schön was erzählen, ey. So, müssen die gewinnen. Die Kölner führen immer noch 1-0. Gleich Halbzeit. Oh, Papa, ey, was ist denn los mit den Leuten? Was ist mit den Leuten los? Ich verstehe das nicht. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht. Sie können die leichtesten Pässe, die Doppelpässe nicht spielen, ey. Oh, jetzt schießt er den eigenen Mann an, ey! Erstaunlich, dass die Münchner per Konter hier zu ihren gefährlichsten Szenen kommen. Ausgangspunkt war der Ballverlust auf Endo. Schießt der Komor den Gnabry an. Oh Mann. Und der trifft den noch nicht mal richtig den Ball. Romanos.
Unstimmigkeiten zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und dem gekauften Schlachtfeld. Stark verkürzt. Schneller jetzt! Guck mal, die sind doch alle vorne! Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Spielen, also hör mal. Das war mal hier gut, jetzt schneller raus! Mensch, ey. Jurecka ist auch nicht richtig dabei, ey. So, Jurecka, geh doch mal! Ja, Mann, ey, wenn der vernünftig kommt, dann ist das doch eine gute Flanke. Junge, echt, ey. Ja, auf was wartet ihr, Stuttgart? Mach Einwurf, Mann, ey. Würde ich auf die Uhr gucken, da würde ich alles nachspielen lassen. Erstmal geht jetzt 6-7 Meter. Wo will er denn hin? Wo will er denn hin, Mensch? Mann, echt, ey. So runterholen, jetzt, sehr gut. Das war gut, Goretzka. Mann. Treib den Ball doch, treib ihn doch. Lewandowski. Ja! Super, Robert Lewandowski. Sehr gut. So, jetzt kannst du Brause auch eine Minute nicht nachspielen lassen. Zacka, backa, hoppa. So geht's. Super. Das war gut, komm mal, bumm, schön Levi gesehen, Levi, guck, was mach ich, schieß einfach mal drauf, knall, ach, rein, bam, boom, ja. Bam, das ist so ein Strahl, lecko, funny, ey. Super. Jawohl. Was ist, wir sind über der Zeit. Bei Wappmann, ey. Was ohne nachspielen zu lassen jetzt. Mal Pause jetzt. Jawohl, so, Halbzeit, die Bayern führen 2-1. Halbzeit ist, Bayern führen 2-1, sind 1-0 in Rückstand geraten durch einen ganz katastrophalen Abwehrfehler von allen vier Personen, die in der Abwehr spielen. Also wir reden davon, da hinten spielen drei Weltmeister und ein Fußballer des Jahres in Österreich seit was weiß ich vielen Jahren. Die laufen wie kleine Kinder, dem, der den Ball hat, hinterher und passen auch die anderen Spieler im Rückraum nicht auf. Also gut, dann gleichen die Bayern super aus durch Kingsley Coman, auch mit einem guten Konter, 3 gegen 3, gut ausgespielt durch die Mitte, dann raus und dann Coman macht das super. So, dann kriegen wir direkt im Nachhinein das 2-1 von Stuttgart, was abgepfiffen wurde, was auch regulär war, weil der Neuer am Arm gezogen wurde, ne? Das war gut mit dem Video-Referee. Und dann haben die Bayern mal wieder was Gas gegeben und haben dann einen super Konter gefahren durch Kingsley Coman auf Robert Lewandowski. Wir führen jetzt
ja, verdient 2-1. Die Stuttgarter haben natürlich im Gegenpressing voll knallhart gemacht. Das war erstaunlich. Wir hatten zwar Ballbesitz 60-40, aber was nützt uns das denn? Stuttgart hat 1-0 geführt und ich hoffe mal, dass die jetzt hinten in der Abwehr mal eine richtige Ansage bekommen und dass die Bayern jetzt mal umschalten und jetzt mal noch einen raushauen, 3-1, 4-1, weil die Kölner führen 1-0 in Dortmund, da wäre schon mal gut. Leipzig führt leider 1-0 zu Hause, aber es sind noch 45 Minuten zu spielen und wir müssen das jetzt nur mal ein bisschen Gas geben, dass wir das 3-1 machen, dass wir da ein bisschen ruhiger sind. Wir brauchen die 3 Punkte, wenn das nämlich so bleibt, dass die Kölner 1-0 in Dortmund führen, wäre das schon mal gut. Und dann gucken wir mal, was Bielefeld noch in Leipzig macht. Aber ich bin jetzt optimistisch, dass die Bayern jetzt mal richtig eine Ansage kriegen und so weitermachen. Ne? So, auf geht's, Jungs. Zweite Halbzeit beginnt. Die Bayern stoßen an. Wir führen zwar 2-1, aber jetzt geht's weiter. 3-1, 4-1, Feierabend. Ja, die Kölner führen immer noch 1-0 in Dortmund. Los. Ach, zu läppisch, Knabri. Warum musst du denn nicht zwischen die Beine spielen? Verstehe ich nicht. Handspiel! So, wir haben jetzt Freistoß. Man merkt echt, dass der Kimmich fehlt. Das ist natürlich super für Josch. Aber dass da jetzt einer so stark fehlt, das kann ja nicht sein. Also, biet dich doch mal an, da läuft aber auch keiner mit. Die sind alle nach vorne. Was soll denn das? Er spielt der Alaba die Bande nicht aus. Meine Güte, ey. Meine Güte, meine Güte. Eieiei, wieder zum Gegner. Können wir froh sein, mit abgefangen haben. Wir spielen noch lang nach vorne, Mensch. Nochmal raus. Und dann zack, jawohl, Goretzka. Schneller. Guck mal ganz rechts. Sehr stark, Müller. Oh, hier raus, direkt raus, schnell, 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 schnell. Mensch. Ja, faul. Meine Güte, ey. Ja, schubst den doch, Lewandowski. Alles gut. Ist doch egal, aber wenn du in der Geschwindigkeit bist und kriegst einen leichten Schubser, dann. Haben wir. Foulspiel, Mensch, Schiri! Alter Falter, ey. Sosa. Der war richtig. Jerome Boateng zunächst geklärt. Sosa. Hoch da! Da könnte was gehen für Silas Wamangituka. Oh Mann. Das war die erste durchaus vielversprechende Situation für den VfB. Lassen Sie sich ruhig Zeit, lassen wir mal einen Einwurf. Gut, Hammer, jetzt umschalten, schneller! Der läuft doch schon, der Kumpel läuft doch schon die ganze Zeit. Mensch. Meine Güte. Spiel ihm doch. Er ist jetzt wieder halbwegs in Position gelaufen.
Junge, 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 Junge. Komm, hol dir den Ball doch. Meine Güte. Oh, da lassen sie sich einfach fallen und alles. Martin, jetzt mit dem Mütz, dem ist kalt. Aber ich glaube, da haben wir scheinbar viel Zeit, wa? So, jetzt hier raus, hier raus, hier raus. Genau, jetzt hier, muss ich einen anbieten. Noch, es müssen immer drei Mann sein. Es muss so ein Dreieck sich gebildet werden. Da kann man sich auch super anspielen. Jawohl, jetzt belagern die andere Seite. Zack, rüber, wieder rüber, genau. Alaba, nimm den Ball im Lauf mit, zack. So, jetzt muss man auch noch langsam mal wechseln, ne? Also der Coman ist ja wieder... So, weiterspielen, weiterspielen! Wir haben doch den Ball, da muss man jetzt nicht auf Abseits. Da hat zwar die Fahne oben, aber weiter, weiter. Sehr stark. Komm, Hernandez. Gut. Nacken gefallen und hoch. Oh. Komm, Hernandez. Nichts passiert, hoffentlich. Lass ihn doch durch, lass ihn doch durch den Ball. Weiter, Mensch. Goretzka, der Mensch, verstehe ich nicht. Verstehe das nicht. Oh, schade. Schade, schade, schade. Komm, setz noch einen drauf jetzt, dass wir Ruhe haben. Oh, Boateng, du gehst schon wieder von deinem Mann weg. So, kommt, kommt, kommt. Die haben Platz da, die haben Platz da, ey. So, gut. Gut, gut, gut.
sauber den Ball erwischt. Und wie geht's drehen? Der Peter von Mauro Paros, der konnte ihn hier nicht sehen. Ja, dann ist immer noch Unmut. Ich gehe schwer davon aus, dass Hansi Flick da. So, Spielerin, wo willst du hin? Reagieren wird oder reagieren muss. Sehr gut, Papa. Klasse. Drauf, drauf, drauf. So, jetzt aber. Guck mal, ganz raus. Jawohl. Jungs, Jungs, 4 gegen 3. In so einer Art Kontersituation. Lewandowski. Jawohl, ist Ecke rausgeholt. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Komm jetzt, Ecke und machen wir 3-1. Feierabend ist. Jawohl, Gnabry, schön in den Kreis, Halbkreis reinlegen. Und jetzt machen wir da 3-1 und dann können wir was runterfahren. Ach, die Ecken sind aber auch nichts. Immer auf den 5, auf den kurzen Pfosten. Was soll denn der Kack? Also ich verstehe das nicht. Kann man den Ball nicht bis zum 11 reinbringen, wo alle Leute stehen? Da muss man immer, da ist doch eine Sache, da funktioniert doch nicht mit dem Kurz da. Oh Mann, ey. Junge, 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 das ist nichts, das ist echt nichts. Von der Ecke verstehe ich nicht. Von der Ecke aus, dass man immer eine kurze Ecke machen muss. Da muss man ja immer schon 95% hoffen, dass er den Ball verlängert. Ich weiß aber nicht, warum man die nicht zum Elfer bringt, wo ganz viele Leute stehen, die mit dem Gesicht nach vorne sind. Das verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Komm, wir müssen mal nachdenken. 2-1 ist gar nichts. Wie schnell haben die mal ein Tor? Und da steht 2-2. Und so haben wir 3-1 und dann können wir ruhig, notfalls, brauchen wir nicht, noch ein Tor zu kriegen. Dann haben wir immer noch eins vor. Die Kölner führen immer noch. Wir haben noch eine halbe Stunde zu spielen. Die führen immer noch 1-0. Dann lasst du dann, wenn die 1-1 spielen sollten, dann haben wir immer noch 2 Punkte. Wieder mehr. Ja, guck mal, also da, der pfeift doch nicht bei jedem Futz. Kommt, 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 Jungs. Ganz raus, spiel doch raus. Mann, 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 ey. Ja, eine halbe Stunde, ey. Die Kölner führen immer noch. Scheiße. Schade, Thomas. Das war schade, aber echt schade. Das war ein richtiger Müller. Ah, guck mal, wie die Platz die hier haben. Ich verstehe das nicht. Aber wo, du die Pavar raus, immer den neuen rein. Luciang oder sowas. Nio Ciang oder so. Ja, was wolltest du denn da jetzt? 30 Meter Schuss auf Neuer. Ja, ja. Guck mal, der Neuer lacht. Spielen!
Tisch jetzt. Hier, das Spiel, ihr seid doch drei, ist schön ein Dreieck, jawohl. So, jetzt halt den Ball mal natürlich so, Mama wart, Mensch. Ach, die ist nicht mehr ganz so interessant und ansehnlich. Wie im ersten Durchgang ist so ein bisschen Schaum gebremst in Hälfte 2. Oh, Gnabry. Mensch. Spannend, welche Auswirkungen die... Junge. Oh, das ist so einfach. Klimowitz hat natürlich eine etwas offensivere Note noch als Gonzalo Castro. Das ist zu leicht, zu leicht, zu leicht. Auch mehr Risiko. Sosa. Viele gute Aktion in seinen bisherigen Spielen. Das hier Resum-Verteidigung. Hoch mal. Und jetzt gucken, 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 jawoll! Das war stark, Lewandowski. Komm, Müller! Komm, Müller! Und nimm ihn an in die Box! Mach mal 1-1 und mach ihn in die Box! Was wollt ihr denn da machen? So, wir haben 28 Minuten noch. Die Kölner führen immer noch 1-0. Mensch, Jungs, leg noch einen drauf. Ah, das ist eine die Sahne. Ja, ist ein Tor garantiert, oder? Joker. Die Bayern. Kostet das auch? Nein, ja, nicht. Bayern wirft! Ja, ist Bayernball, Bayernball! Warte, die Bayern haben den Ball doch! Die Bayern haben den Ball doch! Mensch, die Bayern haben den Ball doch! So, 2-0 FC, so jetzt gib mal Gas! Die sind so scheiße, die Dortmunder, echt, ey. Das ist ja gut für uns, 2-0 gegen den FC. Junge, da wäre es selber, als wenn ich in Schalke spielen würde und wo es 2-0 zurückliegt. Wie dem auch sei, Boateng. So kommt, Jungs, jetzt Vollgas. Vollgas jetzt. Lassen, das ist für uns. Hebt er die Hand, der Ball ist noch gar nicht aus. So, jetzt locker, Jungs, locker. Doch, die Dortmund liegen 2-0 zurück in 25 Minuten. So, da war er in Dortmund. Nix, Haarland. Haarland. King Köln, cool.
Gnabry raus und Sané rein. Kommt's weg, kommt, Jungs, 120 Minuten. Du musst jetzt noch einen raushauen und dann ist alles super. Neonsu kommt. Tanguy Neonsu. Also dann gleich doch drei auf einen Schwung. Das ist der Wechsel, der beim FC Bayern. Ah, das ist doch schon wieder nichts, Papa. Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Zum einen Leroy Sané, zum anderen Douglas Costa und zum dritten ein hochinteressanter. Oh, der ist aber groß, der neue. Neues Gesicht in der Bundesliga, Tanguy Nianzou. Sané zunächst für Kingsley Coman, der starke Spiel abgeliefert hat. Jérôme Boateng. Die medizinische Abteilung wird direkt loslegen. Boah, ist der groß. Oh, das ist mal entspannt, was der kann. Kommt jetzt. Ganz links, ganz links! Oh, für wen war der denn, ey? Das ist ja schlecht, echt. X, Müller. Nee, Goretzka war das, oder? Müller. Oh, jetzt hört sie schon nicht. Ah, schade, ja gut. Ja, hättest jetzt da gespielt und da gespielt, gut. Aufpassen! Fuß vor! Genau, schlag einfach nach vorne, weg damit.
Sehr gut. So, komm, ihr seid so weit weg. Was ist noch drin für seine Mannschaft? Es fehlt im VfB nur ein Tor, um möglicherweise einen Punkt mitzunehmen gegen den FC Bayern. Immer im Wissen, dass der nächste Konter oder... Genau, das ist immer so eine Sache bei 2-1. Wir müssen jetzt mal einen drauflegen. Wird immer mutiger. Mama Gituka, Mama Gituka. Und da ist die Chance geschossen. Boah. Da war natürlich viel mehr drin für den VfB Stuttgart. Aus 7-8 Metern dann noch abgefälscht. Deswegen in Anführungszeichen nur die Ecke. Band. Das ist nicht die große Qualität von Mangala. Über das Handspiel ist noch, also es war aus meiner Sicht kein Handspiel, um das vorwegzunehmen. Aus dieser kurzen Distanz fühle natürliche Armhaltung. Das Pass können wir getrost zulassen. Oh! Super Ball. Über die Außenposition steht dann fast gefährlich, wenn Koulibaly durchläuft. Dann klingelt's. Anton, sehr mutig. Jetzt Anton Koulibaly bremst ab. Und das ist der Günter Schäfer, VfB-Club-Legende. Und jetzt haben wir den wieder, jetzt haben wir wieder. Pass wird zum Thema, weil Douglas Costa marschiert. Oh, das war nix. Das war echt nix, ey. Das können wir mal aufgrößern, weil zwei Mann überhaupt geflogen sind, das können Sie zwar nicht sehen. Douglas Costa hat sich jetzt auch wieder aufgerafft. Jungs, einen noch drauf. Das ist auch eigentlich faules Spiel für Bayern. Junge. Weiter geht's, unbeschadet bei allen Beteiligten. Weiter. Günstiger gibt's, wie Cyber Week. Hey. Beispielsweise einen Sky-Q-Receiver oder zusätzliches Paket ohne Würden. Das gibt's im Moment für etwas weniger Geld. Und diese Flanke? Nee. So, jetzt Konter. 4 gegen 3. Sané. Ganz raus. Sané. Und jetzt Achtung, Douglas Costa. Oh, ja, das war nix. Komm, die Kölner führen immer noch 2-0 und es sind noch 15 Minuten zu spielen. Also ich glaube nicht, dass die Dortmund jetzt noch 3-2 gewinnen. Also da wäre ja, passiert ja auch nichts. Ey, müssen aufpassen, dass wir da keinen noch kriegen. Mensch, ey, die spielen uns voll die Karten. Zum x-ten Mal
Weg, 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 weg. Es hätte sein Spiel sein können. Philipp Förster. Beinahe mit seinem ersten Bundesliga-Tor-Treffer nicht gezählt. Dazu hatte er noch zwei weitere Chancen. Trotzdem war es, das sollte man ganz gut festhalten, ein ordentliches Spiel. Ganz kurz festhalten. Oh Mann, ey. Von Philipp Förster. Jetzt also kein Leitfitsch, das wird das Spiel des VfB auch nochmal ein Stück weit verändern. Ganz anderer Spielertyp, Punktum vorne drin. Koulibaly wird auf die Außenposition rutschen. Hey, mach keine lange Sparre, mach da 3-1 und dann ist gut. Oh. Sie sind dafür sehr bereit, großes Risiko zu gehen. Das sieht man an vielen kleinen Stellen, beispielsweise auch daran, dass beispielsweise der Assort oder Kirch mittlerweile das Spiel nach vorne einschalten. Ja, ein ganz gefährliches Ergebnis, 2-1 Führung. Ne? Gut, dass wir jetzt wieder aufgeholt haben, dann 1-0 Rückstand. Ne? Aber wie schnell hast du mal einen Ball drin, steht 2-2 und die Kölner führen immer noch 2-0 in Dortmund. Ne? Da passiert doch nichts mehr. Jetzt sind noch 13 Minuten zu spielen, dann macht die Dortmund keine 3 Tore mehr. Ne? So, und dann ist es ja gut. Ne? Dann haben wir ja gut Punkte klar gemacht. Zuletzt nach Quarantäne 1-2 Kilogramm zu viel auf den Rücken gehabt, was bei einem Mensch seiner Größe schnell passiert. Boah, das war stark von Koulibaly. Immer noch leichtfüßig, auch in der 78. Und dann der finale Ball, wie es hinhaut. Mit Kalajic. Oh, komm jetzt, macht er 3-1, dann ist Ruhe im Karton mit 12 Minuten vor Ende. Das ist ein ganz gefährliches Ergebnis, 2-1. Wie schnell hast du mal einen Konter gefahren oder schnell ein Handspiel oder irgendwie? Tatsächlich wieder Menschen im Stadion würden die Tonspur Thomas Müller mit mir fehlen. Kommt, Jungs. 11 Minuten noch. 11 Minuten noch. Die Dortmund dafür liegen immer noch 2-1 zurück. Die haben jetzt 2-1 gemacht, aber die machen jetzt keine 2 Tore mehr. Ne? Also in 11 Minuten. Schick der FC. Mensch, Leute. Es sind noch 10 Minuten zu spielen, die Dortmund haben jetzt keine 2 Tore mehr. Ne? Also lass dafür schon 1 machen, dann haben sie 2-2, aber die Bayern müssen nicht gucken, dass sie 3-1 machen. Oder dass wir die Zeit bringen, ne? Dass wir die 3 Punkte holen und die vielleicht nur einen oder gar keinen. Ne? In dieser zweiten Hälfte. Die
Fuß davor, ey. Da, guck mal, wie der da weglaufen kann. Ich verstehe das nicht. Oh Mann. So, Hammer. Weiter. Nix. Komm. Was ist denn jetzt? Kontakt mit hoffentlich nicht verlierender Wirkung. Aber einer sich dann. Luise muss jetzt raus, in meiner Meinung nach. Den Punkt auch jetzt schon. Ist ich nicht spritzig und holt er jetzt den Rocker nicht. Also das ist ihm jetzt wirklich in keiner Weise zu wünschen. Ja, der muss ihn rausholen, richtig. Zunächst die Hereinnahme von Massimo. Ja, siehst du, jetzt hat sich der Luise verletzt. Und Fali. Ja, seit er wieder Wochen lang aus, weil der Flinke in 80 Stunden dann noch ein. Also, das sind wir selber schuld. Erstes Bundesliga-Tor, Tagli, Koulibaly, Roberto Massimo. Jetzt also wieder dabei. Die letzten zwei Spiele war er nach dem Problem raus. Wir hauen noch einen raus jetzt. Komm, wir hauen noch einen raus. So eine kleine ärgerliche Szene. Eine Mini-Berührung. Jawohl, komm. Javi Martinez jetzt für ihn ins Spiel. Oh, der neue Herrschop. Oh, nichts passiert? Nee, oh, das sah ja auch komisch aus. Oh, so 7 Minuten. 1-2 steht in Dortmund. So, ich hoffe mal, dass da nichts passiert. Vielleicht machen sie noch 2-2. Dortmund aber kein 3-2-Sieg. Gefehlt. 85. Minute. Nach längerer Zeit mal wieder eine wirklich brenzlige Szene. Ausgangspunkt. Es ist die Ein-Mann-Büffelherde. Silas Mamangituka. Und dann jetzt nicht gerade zwingend das Kerngeschäft von Waldemar Anton. Dafür sah es aber echt gut aus. Sein Abschluss. Eine Gelegenheit für den VfB, das 2-2 zu machen. Was? Achso. Nee, nix 2-2. Bayern müssen gewinnen, die Dortmunder sind am Verlieren. Mann. Ah, abseits. So, jetzt haben wir Zeit. Komm, 5 Minuten noch. Oh.
Foulspiel. Hey, das ist faul. Was ist denn da los, ey? Jungs, wir haben noch 4 Minuten, vielleicht 5, 6. Oh Mann. Nix 2-2, der bleibt so. Jawoll, Handspiel. Freistoß Bayern. Verlieren 2-1. Jawohl, die Dortmunder verlieren 2-1 und wir sind 3-1. Jawohl. Im Abschluss liegt der Unterschied. Jawohl. Erstaunlich, dass die Bayern erneut aus relativ entfernter Position zuschlagen, weil die Dortmunder mit seinem starken Linkfuß. Jawohl, die Dortmunder sind schön am Verlieren. Krass. Ja, schön ein paar Punkte vorher gemacht. Erstaunlicher Wert in einem Spiel mit Kingsley Coman ist er nicht der schnellste Spieler auf dem Platz, sondern kurzer Trommelwirbel, Silas Wamangituka. Ist drüber weg. Feierabend, komm, pfeif ab. Wenn man so will, sind halt genau diese Szenen ein Stück weit der Unterschied. Die Bayern würden solch einen Fehler. So schön, komm. Strafen wir nochmal ganz kurz. Zack, ganz eiskalt rein. Und der letztlich entscheidende Moment in diesem Spiel. Der Auftrag in dieser Partie war, 3 Punkte zu holen. Diesen Auftrag hat der FC Bayern erfüllt. Selbst wenn man jetzt mal rein die Leistungen betrachtet, die letzten Wochen so ein wenig fort. Mit Unterkampf jetzt, weil Martinez auch noch was zwickt. Weil dann wird es wirklich wegen dem Feld. Beim FC Bayern war zuvor weggerutscht. Okay. So, komm, Feierabend. Spiel ist aus, wir gewinnen 3-1.
ein Tor machen, gewinnen dann eh. Drei Minuten Nachspielzeit, krass. Zum Ende dieses 121. Südkickes. Lewandowski und das Schiedsrichterteam, das wird heute keine dicke Freundschaft mehr. Abseits, jawohl, komm, fall ab, ey. Oh, Martinez rutscht auch noch weg, ey, Verletzung. Scheiße. Also Joshua Kimmich, nicht einsatzfähig. Bei Kommandant sowieso. Hoffen und fangen. Martinez, Fragezeichen. Jetzt geht es zu Atletico Madrid. Das ist ein völlig unwichtiges Spiel. Der FC Bayern steht als Gruppensieger fest. Und dann jawohl, ist sehr schön, sehr schön. Es ist ein knüppelhartes Programm. Natürlich Corona bedingt. Wahnsinnig viele Termine. Die der FC Bayern bis morgen. Ah, Sané, Sané, Sané. Kopf halt ab jetzt, Ende. Ende, komm, Ende Gelände. Auch im Ergebnis dieser Mannschaft nicht hoch genug anzurechnen. Also, es glänzt sicherlich nicht alles. Und es knirscht im Gebälk. Nur Fakt ist, diese Mannschaft liefert Ergebnisse. Woche für Woche. Wenn es sein muss, mehrfach. Ah, aufpassen. Spiel gegen eine Mannschaft, die eigentlich einen guten Tag hatte. Der VfB Stuttgart hatte. Jawohl, sehr stark. Komm, feier ab, Feierabend. Komm. Feierabend. Herr Leitschitz schon mal. Jawohl, das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen 3:1 in Stuttgart. Super. Das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen 3:1 in Stuttgart. Super. Der FC gewinnt 2:1 in Dortmund. Das ist wieder gut Punkte für uns. Leipzig gewinnt 2:1 zu Hause gegen Bielefeld. Und die erste Halbzeit war hin und her und hin und her, aber die zweite Halbzeit hat die Bayern das voll im Griff und haben verdient 3:1 gewonnen. Danke, dass ihr bei meiner Show dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.